Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Max Payne 2. Wir sind in der letzten Folge da vorne gestorben. Im Versuch oder beim Versuch, den Sturmtrupp, der da ankommt, Einhalt zu gebieten. Wir probieren es nochmal aufs Neue. Komm, komm, komm. Wo wir wissen, was uns blüht. Lass weg mit dir! Ah, sind wir schon durch? Ich glaube nicht, pass auf. Doch? Jetzt ist alles ruiniert. Oh nein. Oh nein. Mein teurer Freund. Nein, Payne, nicht Sie. Warum muss mir das passieren? Payne, Sie müssen mir helfen. Hier drin ist eine scheiß Bombe. Wenn ich den Kopf abnehme, geht sie hoch. Bye, bye, Vinny. Sie sind ein verschissener Kopf, also helfen Sie mir. Wie ist das passiert? Der Russe hat mich verarscht. Willkommen im Club. Ich kann Ihnen helfen, ihn zu kriegen. Ich schwöre. Holen Sie mich hier raus, dann helfe ich Ihnen. Dann haben wir jetzt einen Deal. Okay. Och, nehme ich noch mehr von den Typen. Negativ. Die wollen mich umlegen. Sie müssen mich schützen. Wir müssen raus hier. Durch den Hinterhof. Das sieht so bescheuert aus. Sie versprechen mir zu helfen nicht ab. Aber ich wollte alles tun, um Vlads Pläne zu vereiteln. Payne, geben Sie mir Deckung! Geben Sie mir Deckung! Wir müssen da durch! Payne, worauf warten Sie noch? Halten Sie mir die vom Leib! Legen Sie sie um! Legen Sie sie um! Au. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas... Hier rauscht irgendwo Gas. Au! Gast ist aber nicht. Los geht's, Payne! Los geht's! Ja doch! Das sieht so bescheuert aus! Überhaupt nicht auffällig! Oh Mann, Payne! Das sind noch mehr von denen! Sie kommen über die Mauer! Bringen Sie mich hier raus! Hört ihr! Hört ihr! Ihr Bastarde! Ihr geht! Wow! Wow! Ich hab euch. Aua, aua. Okay. Ich glaub. Da kommt was. Oh oh. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh. Au. Au. Da kam einer hier vorne durch. Völlig. Oh. Mist. Müssen wir normal machen. Oh. Scheiße, ich bin tot. Ich sterbe. Hilfe.
Pain! Der ist so bescheuert. Oh mein Gott. Ah, noch mehr von denen. Pain, legen Sie sie um. Halten Sie sie mir vom Leib. Wo denn? Sie. Hier kommen wir nicht durch. Ab durch die Hintertür. Ja doch, ich komme doch hinterher. Hier lang? Ne? Ich brauche Painkiller. Oh, na toll. Scheiße, scheiße. Ich pass nicht durch. Ich pass nicht durch. Die Bombe geht gleich hoch. Was jetzt, Pain? Was jetzt? Oh, weg nach Winnie. Okay, okay. Wir gehen zurück durch die Halle bis zum Aufzug zu meiner Wohnung. Da kommen wir raus. Gehen wir, Pain. Toll. Erledigen Sie sie, Pain. Schützen Sie mich. Wir müssen zum Aufzug. Oh. Erschreck mich doch nicht so. Hier lang, Pain. Wo ist er denn? Ach, da. Ach, du Scheiße, meine ganzen gesammelten Werke, ey. Habt ihr nur Strom liegen? Doch, die hat ein bisschen was. Rechts rum. Oh, nee. Los doch! Ich kann nicht ewig warten, Pain! Ich muss hier. Drück den Knopf! Beeil uns, verdammt! Das ist absolut scheiße, was du gerade hier machst! Oh. Also, das war gerade absolute Affenkacke. Lass mich raten, ich muss wahrscheinlich am besten draußen bleiben. Oh, hier sind. Los doch! Ich kann nicht ewig warten, Pain! Ich muss hier raus! Beeil uns! Verdammt! Zu spät, Pain! Ich gehe! Nehmen Sie die Treppe! Oh! Ich gehe! Nehmen Sie die Treppe! Ich krieg doch einen scheiß Herzinfarkt! Verstecken ist sinnlos! Oh Gott! Oh mein Gott. Ich brauche eine andere Wumme. So, speichern. Halten Sie sie auf! Eine einzige Kugel könnte die Bombe auslösen! Wo sind sie denn? Wo ist er denn? Hä? Ach, cool. Gib mir Deckung! Meine Fresse! Puh! Na was? Was denn? Ich bin Sammler. Wissen Sie, was das Zeug wert ist? Das kann ich mir vorstellen. Ich sag's Ihnen. Ein Arsch voll Kohle. Ist doch nichts dabei. Bin halt ein Sammler. Hey, eine Menge harte Jungs stehen auf dem Kram. Mhm. Frankie auch. Und der war ein verdammt harter Typ. Mhm. Hey, warten Sie, bis ich meine Sammlung online verkauft habe. Lösche? Hey, wollen wir mal sehen, wer die Lösche ist, wenn ich Millionär bin. Wir müssen hier irgendwie raus. Muss mir was überlegen. Denk nach, Winnie. Denk nach. Denk lieber schneller. Herrliche Liebschaft. Unsere Mädchen warten auf dich. Go. Ich ahne Schlimmes. Die Abenteuer von was ist hier? Die Abenteuer von Captain Baseball
69. Vorsicht! Oh, Scheiße, oh Mann! Sie kommen! Sie sind auf was? Was? Was war hier mit Bullet Time? Aus gefrorenem Feuer. Schobischwein. Die Lebflügel von Mann. Ich hatte dir gesagt, du solltest dich nicht mit den Russen anlegen. Trotzdem hast du es getan. Und jetzt soll ich dir mehr Männer schicken. Wo sind die denn? Möglicher Eindruck. So. Die Loser dachten, sie könnten uns umgehen. Von hier aus kommen wir raus, ihr Loser! Ich ahne Schlimmes. Du, der ist mir zu euphorisch. Da passiert gleich was. Los, los, weg hier! Okay. Ja, wir kommen gut voran. Ach nee, hör auf, ey. Noch mehr! Es werden immer mehr! Ich muss nachladen. Oh. Nee. Mist. Och, Leute. Okay, wir haben, glaube ich, ein Problem. Oh oh. Los geht's. Oh, da kommt noch mehr. Komm, ihr habt doch bestimmt Painkiller hier irgendwo. Hey, gehen Sie rauf zur Rampe, schnell! Heben Sie mich hoch! Durch das Loch kommen wir raus! Bringen Sie mich hier raus! Welche Rampe denn? Oh nee. Oh. Na, jetzt wird's haarig.
Pass mal auf, ich warte mal. Scheiße, scheiße, oh, scheiße! F war das. Genau. Okay. Probier was dabei. Scheiße, scheiße, oh, scheiße! Pain! Ich gehe! Pain! Ja, doch! Wohin gehst du denn? Das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt runtergehst, oder? Oh, wie lange dauert die Mission noch? Oh. Wir sind draußen. Mein Wagen ist davor. Pain! Verdammt, wir sind draußen. Und wie willst du in den Wagen rein? Halt die Klappe. Ich brauch Deckung, Pain. Erledigen Sie sie. Ein Glück muss ich nicht steuern. Also, in Wirklichkeit. Also, ne? Ja, so. Jawoll! Na, das war ein Spaß. Auf eine miese, kranke, überhaupt nicht witzige Art. Winnie brauchte Mona ebenso sehr wie ich. Versuchen wir, Mona Sex zu finden. Sie kann die Bombe entschärfen. Sind Sie irre? Die ist genauso schlimm wie der Russe. Die gehört doch zu der gleichen verfickten Truppe. Ich muss sie enttäuschen. Tja. Ich war verzweifelt genug, Mona in der Geisterbahn zu suchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Max, mein teurer Freund. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte. Shit. Mona. Vlad und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren. Es war klar, dass sie hinter Vlad her war. Max. Sie musste angekommen sein, nachdem er weg war. Andernfalls wäre er jetzt tot. Und sie wäre nicht zu mir gekommen. Sie kam durch das Feuer zu mir.